So, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Linke beansprucht mit ihrem Antrag, die Schulbildung zu sichern. Dabei geht es doch von vorne bis hinten wieder einmal nur um ein Thema, Lehrermangel. Sie tun so, als wäre die Schulbildung gesichert, gäbe es einfach mehr Lehrer. Einfach nur mit mehr Lehrern, aber ist gar nichts erreicht, wenn der Unterricht nicht besser wird. Das verstehen Sie nicht, da leiden Sie einfach unter einer Erkenntnisblockade. Und so fasst die Linke in dem vorliegenden Antrag den gesamten Blödsinn zusammen, den sie uns seit Jahr und Tag als Bildungspolitik verkaufen will. Der technokratische Kleingeist geht triumphierend einher, Lippmann in seinem Element. Sie wollen zum Beispiel mit Vorverträgen Lehrer an der Schule halten, wo sie ihr Referendariat absolvieren. Schön für die jeweilige Schule, die dann einen beliebten Lehrer halten kann. Im Ganzen aber gibt es deshalb keinen einzigen Lehrer mehr. Ebenso erhöht es die Zahl der Lehrer nicht, wenn wir mehr Schulsozialarbeiter und pädagogische Mitarbeiter einstellen, wie es die Linken fordern. Und auch die Erhöhung der Studienplatzzahl für Lehramtsstudenten bedeutet nicht, dass dem Angebot die Nachfrage folgt. Die von Ihnen geforderte strenge Reglementierung bei der Studienfächerwahl jedenfalls dürfte eher abschrecken. Ebenso wird Ihre aus echt kommunistischem Geist geborene Idee des Einheitslehrers für alles oberhalb der Grundschule nur wenige junge Menschen für das Lehramt begeistern. Gleiches gilt für die Lohnerhöhung und Zuschläge, die Sie in Aussicht stellen. Die sind sicherlich überfällig, insbesondere auch die Besoldung der Grundschullehrkräfte nach A13, was die AfD-Fraktion seit jeher gefordert und unterstützt hat. Ich entscheide mich aber doch nicht für den Beruf des Lehrers, weil es am Ende ein paar wenige hundert Euro mehr gibt. So denken vielleicht linke Krämerseelen, aber das funktioniert nicht. Fazit: Sie wollen mehr Sozialarbeit an der Schule statt echtem Unterricht, mehr Bürokratie, mehr Gleichmacherei auf allen Ebenen und ein wenig mehr Geld. Ich frage, wie wollen Sie damit erreichen, dass junge Menschen sich aus ganzem Herzen für den Lehrerberuf entscheiden? Wie wollen Sie damit Begeisterung wecken? Sie glauben doch nicht, dass Sie mit diesem Sammelsurium an stumpfen Schwertern den Lehrermangel bekämpfen, geschweige denn die Bildungskrise, die aus viel mehr besteht als nur dem Lehrermangel, was Sie aber, wie gesagt, nicht verstehen, weil Sie es nicht verstehen können. Zu allem Überfluss kommt das Ganze in bestem Denglisch als Masterplan daher. Ich habe ja schon einen Verdacht, wer sich als Meister hinter diesem Plan sieht. Dieser Meister ist aber kein Meister, sondern ein Schwätzer. Die ungebildete Bildungspolitik, die Sie betreiben, ist das Problem und wird deshalb die Krise nur immer noch weiter vertiefen. Deshalb können Sie die Herkulesaufgabe, die vor uns liegt, auch gar nicht begreifen. Diese Aufgabe besteht darin, den ganzen geistigen Müll, den Sie in Gestalt Ihrer Politik die letzten Jahrzehnte über der Schule ausgekippt haben, abzuräumen und einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel herbeizuführen. Sie jammern, Sie drehen sich im Kreis, Sie geben falsche Antworten auf falsch gestellte Fragen, Sie können nicht, Sie wollen nicht, was soll ich sagen, es hat mit Ihnen einfach keinen Sinn. Was wir bräuchten, wäre, wie es die AfD immer wieder gefordert hat. Erstens: Die konsequente Beschränkung der Schule auf Unterricht und Bildung und die Entlastung der Schule von allen Aufgaben, die mit Bildung nichts zu tun haben. Zweitens: Die Anhebung der Bewertungsschlüssel und der Versetzungsmaßstäbe und die Stärkung des Leistungsgedankens. Die Schule muss wieder Respekt vor Leistung beibringen. Drittens: Damit zusammenhängend Rückkehr zu homogenen Klassenverbänden und einem leistungsdifferenzierten, mehrgliedrigen Schulsystem. Viertens: Erziehung der Schüler zu gesundem nationalen Selbstbewusstsein, weil nur wer seine eigene nationale Identität annimmt, auch mit Fleiß und Stolz an sich arbeitet, wer dagegen seine eigene Nation verachtet, der hat eine Tendenz, auch sich selbst gehen zu lassen. Exemplarisch ist dieser Zusammenhang am verwahrlosten Zustand der Antifa zu studieren. Fünftens: Sofortiger Stopp des Gender Mainstreaming an Schulen und stattdessen liberales Geltenlassen der guten, tradierten Geschlechternormen. Das ist das Kernkonzept der AfD, das ist gebildete Bildungspolitik. Damit würden wir die Schule aufwerten und dafür sorgen, dass junge Menschen wieder mit Lust Lehrer werden. Der Masterplan der Linken dagegen ist die Fahrkarte in den Untergang. Vielen Dank.